Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Minecraft Mapmaking. Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück und wir sind jetzt gerade hier in unserer zweiten Base sozusagen am Gange, am Machen, am Tun. Und ich stelle mal ganz kurz die Chunks ein bisschen runter, mache die Clouds aus, damit das Ganze auch so läuft. Und ich habe mir natürlich wieder die Kommentare durchgelesen und eine Sache hat mich wirklich, nicht überrascht, sondern eine Sache hat mir wirklich sehr gut gefallen, die da in den Kommentaren stand. Und zwar, ich weiß zwar leider nicht mehr genau von wem die war, das tut mir auch, glaube ich, unglaublich leid, gerade nicht, glaube ich. Und zwar hat er geschrieben, wie wäre es denn, wenn man von der Vergangenheit in die Zukunft geht, beziehungsweise von der Zukunft in die Vergangenheit? Sprich, wir kommen hier drüben an, laufen dann eben hier durch, also lösen dieses Rätsel mit der Tür, gehen hier durch die Tür durch, schieben diesen Ballen hier hin, laufen hier durch, drehen uns dann um und dann sind wir ja nicht mehr hier, sondern wir sind dann woanders und zwar hier drüben. Und hier drüben soll das Ganze dann so sein, dass wir hier sozusagen in der Zukunft sind, beziehungsweise ja, eigentlich ja in der Zukunft. Ja, müsste eigentlich so sein. Das heißt, wir kommen hier an, der Block würde dementsprechend schon hier stehen, alles wäre schon so gelöst, wie es eben gelöst sein sollte. Das heißt, wir gehen einfach hier durch, aber das Labor hier ist dann nicht mehr, ja, nicht mehr so wie jetzt, das heißt, es ist nicht mehr zugewuchert. Die Decke ist komplett und hier in der Mitte von diesem Ding steht unser Roboter und die Idee fand ich unglaublich geil, weil damit kann man, glaube ich, echt eine sehr coole Adventure-Map bauen. Das hat zum einen einen ziemlich fetten Story-Teil, der mir sehr gut gefällt. Und zum anderen hat es was, was irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, für Verwirrung sorgt, wenn man das so sagen kann. Ich glaube schon. Okay, auf jeden Fall wollen wir jetzt wieder unseren Roboter hier hinbauen. Ich habe mir den leider nirgendwo gespeichert, also als kompletter Roboter. Deswegen müssen wir den jetzt leider wieder neu aufbauen. Aber das sollte, glaube ich, nicht so schwierig sein, wenn ich unsere Zäune finde. Wo sind sie denn? Hier sind die Zäune, okay. Zack, 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 zack. Ich kann irgendwie nicht so gut reden, gerade habe ich das Gefühl. Wir haben den Roboter ja schon mal gebaut. Das heißt, so schwierig wird der Roboter nicht mehr werden. Viele von euch kennen ihn ja auch schon. Wer ihn noch nicht kennt, das ist die Grundidee hinter dieser Map. Das heißt, oh, ich habe hier Chiseled Monster Bricks genommen. Vielleicht nicht ganz so schlau. Machen wir mal ganz kurz kaputt und holen uns hier normale Stone Dinger. Wo sind sie denn? Hier. Chiseled Stone Bricks. Oh nein, hier hin und hier hin. Keine Angst, das Ganze wird später sogar noch einen Sinn ergeben, wenn ich Glück habe. Aber nur, wenn ich Glück habe. So, das heißt, hier kommt das hin, da kommt das hin, das kommt weg. Die Stufen hier drunter kommen umgedreht hin. Zack, genauso wie hier. Nein, zack. Sehr schön. Hier würde ja dann unser Ofen hinkommen. Unser Ofen. Unser Ofen. So, und darüber kommt dann Stained Glass. Grey Stained Glass, bitte. Ups, zack. Sehr schön, awesome. Und darunter kommen jetzt wieder Hopper. Ein Hopper in die Mitte und die anderen beiden Hopper zeigen in diesen rein. Und darunter kommt wieder ein Stone Slab. Ich würde sogar den hier nehmen, weil das dann einfach mehr zu... Wir haben übrigens schon wieder Time Set Day. Game Rule... Do Daylight Circle false. Ich habe schon wieder false falsch geschrieben. Wie immer irgendwie. Naja, okay. Das heißt, dieses Ding kommt hier hin und dann fehlt nur noch ein bisschen Deko, was dann zum Beispiel einen Comparator und eine Redstone Torch bilden. Diese kommen nämlich hier hin und hier hin. Ups, zack. Und Comparator hier und hier. Darüber kommt dann unser Kopf, beziehungsweise da rein kommt unser Kopf. Das heißt, hier oben hin. Würde dann unser Kopf kommen? Ich bin gerade im Überlegen. Müssen wir mal gucken. Okay, und dann fehlt natürlich auch unser super geiles Chatpack, was wir noch bauen müssen. Wo haben wir denn normale Zäune? Hier sind Zäune und wo ist ein Zauntor? Bei Redstone? Irgendwie nicht. Fence Gate. Oak Fence Gate. Da haben wir es doch. Sehr schön. So, dann machen wir das mal hier hin. Das machen wir zu. Und jetzt können wir hier unser Chatpack dran klatschen. So, unser professorisches. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz okay aus. Gut,
Was gibt's noch zu sagen? Der Shader-Abstimmungsbutton, beziehungsweise der Strawpoll unter dem Video, ich habe ihn ja dann noch hinzugepackt. Ich habe es am Anfang wieder vergessen. Ich bin da irgendwie so ein bisschen vergesslich, aber das habt ihr bestimmt selbst schon gemerkt. Ups. Wurde für den Shader entschieden, was mich gefreut hat, denn irgendwie ist mein Inventar komisch, aber das liegt, glaube ich, an dem Shader, dass das so ist. Aber naja, kann man leider nichts dran ändern, ne? Leider, leider. Okay, obwohl hinten bekommt er die Teile gar. Oh, verdammt. Die bekommt er nur vorne. Das ist so wie Schienbeinschoner. Okay, damit wäre unser Roboter auch completo. Was schon mal sehr schön ist. Gefällt mir auf jeden Fall. Nur steht er leider in die falsche Richtung, habe ich gerade festgestellt. Das heißt, du musst umgebaut werden. Genauso wie das Zaunding hier umgebaut werden muss. Und die Banner müssen natürlich umgebaut werden. Das heißt, der Ofen kommt jetzt in die Richtung. Da können wir ruhig nochmal einen dran setzen. Obwohl, warte, passt das? Doch, müsste passen, ne? So, und jetzt hier ran unser. Oh Gott, ich bin gerade voll überfordert. Wie war denn das? War das so? Ich glaube schon, ne? Doch, sieht auf jeden Fall richtig aus. Und dann fehlt jetzt noch ein Banner. Das haben wir hier unten. Das heißt, Banner und Banner. Sehr schön. Ja, doch, sieht schon mal ganz cool aus. Das heißt, man kommt dann hier drüben an und sieht diesen Roboter hier hinten stehen. Nur ist jetzt eben hier alles intakt. Das heißt, oh, es fängt an zu regnen. Toggle downfall. Die Lianen und so weiter kommen weg, die Einschlagslöcher kommen weg. Dementsprechend müssen wir uns wieder dran setzen und unsere Kuppe komplett fertig bauen. Das habe ich ja letztens ein bisschen offscreen gemacht. Jetzt machen wir das einfach noch live in der Aufnahme. Okay, ja gut, dann kommen ja hier nur diese drei Dinger, ne? Obwohl, ja halt zwei. Erst eins, zwei. Und dann zack. Und dann würde es hier so weitergehen. Richtig? Richtig. Okay. Ja gut, wie es mit denen aussieht, weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Das werden wir dann einfach daran anpassen. War das auch so? Ach Gottchen. Haben wir nicht irgendwo was Intaktes? Habe ich alle vier Seiten kaputt gemacht? Bin ich dumm? Ne, hier ist es intakt. Okay. Die gehen gerade nach oben. Das heißt, auch diese hier werden gerade nach oben gehen. Mit 1, 2 und dann hier oben diesem Doppelteil. Ajo, passt sogar. Okay. Und hier war das Ganze ja dann irgendwie so, ne? Stimmt das? Ja, so halb. Wir machen hier mal noch einen dran. Und hier kommt noch einer dran. Und dann müsste es ja eigentlich so passen. Richtig. Okay. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, hier kommen jetzt noch vier dran. 2, 3, 4. Das wird, glaube ich, die schwierigste Seite nachzubilden. So, das würde mich, glaube ich, auch als Beruf interessieren. Also jetzt nicht sowas in Minecraft, sondern sowas in echt zu machen. Kaputte Schädel wieder ganz machen. Beziehungsweise nachzubilden. 3. Bin ich dumm? So, ne? Ja, so müsste das Ganze passen. Okay. Das heißt, das hier geht auch wieder nach oben und jetzt kommt wieder unser Lieblingsteil. Hiervon, das sind diese Dinger hier, wo ich leider nicht weiß, wie sie funktionieren. Schräg hoch, ne? Also die Dreier sind auf jeden Fall nach innen. Warte mal. Der hier ist doch. Richtig, der hier ist doch noch normal. Das heißt, da kommt noch gar nichts schräg nach innen. Der geht nur normal nach oben. Zack. Und jetzt kommen unsere schrägen Dreier. verdammt, was habe ich getan? Ich habe zu niedrig gebaut. Bis hierhin geht das Ganze. Okay. Und jetzt kommen unsere Dreier hier drauf. Unsere Zweier kommen dann hier hin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und dann 1, 1 und
1, 1. Sehr schön. Haben wir damit alle Seiten geschafft? Haben wir. Ging ja relativ fix. Oder? Obwohl, hier fehlt noch ein bisschen was, ne? Oh, das war falsch. So. Und dann 3. 3. Da unten noch. Okay, damit wäre das Teil auch schon komplett. Das heißt, wir können uns jetzt sogar schon hier drum kümmern. So, okay. Ja, hier fehlt noch was. Dimp. Sehr schön, awesome. Okay, und das wiederholen wir jetzt natürlich noch. Das heißt, unsere anderen Dinger müssen wir auch noch so nachziehen. Oh, das war, glaube ich, falsch, ne? Obwohl, was? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr, wie ich das alles gebaut habe. Aber ich glaube, so ist relativ richtig. Hoffe ich auf jeden Fall. Sonst habe ich gleich ein Problem. Duck. Zack. So, okay. Soweit, so gut. Noch sieht's okay aus. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Baufehler drin. Ansonsten bauen wir das halt einfach nochmal neu. Hier außen war es auf jeden Fall immer so. Das weiß ich noch. Und hier auch eine Außen. Hier auch. Ja, hier war es eigentlich überall so, ne? Außen war immer das Ding. Es sieht symmetrisch aus. Das ist schon mal positiv. Wenn es symmetrisch aussieht. So, dann machen wir hier oben noch zu. Da haben wir kein Löchlein mehr. Hier haben wir noch ein kleines Löchlein zu stopfen. Also Kinder, putzt euch immer die Zähne, dann habt ihr keinen Karies. Irgendwann mal. warte mal. Der hier war gerade falsch, oder? War er? Warte mal. Irgendwas stimmt hier gerade. Ach nein, ich bin innen. Ich habe gerade die beiden Dinger irgendwie verwechselt. Gott. Warte mal, fehlt hier nicht noch eins? Nee. Ich bin einfach nur dumm im Hirn gerade. Oder? Bin ich? Irgendwie schon. Es sieht aber auch richtig aus. Also muss es richtig sein. Es muss richtig sein, wenn es richtig aussieht. Okay, das heißt, auch hier machen wir das Gleiche. So. Oh, ist das nicht awesome? Oh nein. Okay. Damit sollte unser Dach komplett sein, richtig? Oh, warte mal. War hier oben auch noch ein Loch? Nee. Habe ich mir nur eingebildet. Jo, damit ist unser Ding komplett. Das heißt, wir machen jetzt hier oben ein Löchlein rein. In die Decke. Hier sieht es auch wunderschön aus übrigens. Zum Glück gar nicht dunkel oder so. Aber wir schnappen uns gerade einfach mal ein bisschen Glowstone. Der kommt später wieder weg. Wow, zum Glück bringt Glowstone viel... Ach nein, ich habe einen Glowstone gesetzt. Bin ich schlau. So, der Glowstone kommt später wie gesagt weg. Da kommt dann eine andere Beleuchtung hin. Eine coole future-mäßige Beleuchtung. Aber für jetzt brauchen wir das gerade mal. Um Licht hier drin zu haben, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und am besten auch hier unten am Boden ein bisschen was. Sehr schön, awesome. Ich frage mich gerade, können wir Lianen mit Wasser wegspülen? Eigentlich ja schon, oder? Können wir. Sehr schön. Das heißt, wir gießen hier einfach überall Wasser drüber, damit die Lianen weggehen. Und genießen so unsere lianenfreie Bude. So. So. Oh Gott, das sieht ja super aus schon mal. Überall Wasser. Oh nein, das war... Achso, warte, stimmt. Hier können wir... Oh nein, das war falsch. Hier die oberen Dinger. Ja, Blätter sind auch so eine lästige Sache. Wir können sie einfach anzünden, oder? Ich glaube, Lianen brennen auch. Lass uns das mal ausprobieren. Wenn wir schon, dann können wir auch ein bisschen Spaß haben. Slash Game Rule. Random Tick Speed 500.
Jetzt wachsen die Lianen wahrscheinlich schneller, als ich sie abfackeln kann. Oder? Na, es geht. Dann zünden wir noch ein paar mehr Quellen von diesen Lianen an. Ich hoffe nur, dass Feuer, ja wohl, wirklich Holzsachen haben wir nicht da dran, ne? An unserem Roboter. Burn, Baby, burn! Oh, das sieht sogar relativ cool aus irgendwie. Finde ich jetzt so. Ich habe schon wieder irgendwas abgebaut, aber ich glaube, das war was Schlechtes, was ich abgebaut habe. So, die Liane am besten von unten anfackeln. Das wäre hilfreich, glaube ich. Damit die nicht einfach von oben abbrechen. Das Problem ist halt, ich glaube, die Lianen wachsen genauso schnell nach, wie sie abbrennen. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Überall Feuer legen. Ja, ich bin ein kleiner Feuerteufel. Und ich liebe Silvester, für die Leute, die es noch nicht wissen. Das beste Geburtstagsgeschenk, das man mir machen kann, ist, glaube ich, Feuerwerk. Haben meine Eltern sogar mal gemacht. Die haben mir einfach zum Geburtstag Raketen von letztem Jahr geschenkt. Und ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Und einen Gutschein für Feuerwerk. Über 20 € oder so, womit ich mir Feuerwerk kaufen kann. Unglaublich cool. Also, womit sie mir dann Feuerwerk gekauft haben, sozusagen. Oh. Oho. Ist das nicht schön, was ich hier mache? Oh, nein, ich wollte das nicht kaputt machen. So. Ja gut, es hilft eigentlich auch, die Quelle anzuzünden, ne? Sowas wie hier oben oder hier oder da. Damit das so nicht mehr nach unten wachsen kann. Ah, jetzt. Hier, du bist noch fehl am Platz. Hast wohl noch nicht so ganz verstanden. Oh Gott, hier ist immer noch so unglaublich viel irgendwie, ne? Aber egal. Die Zeit ging jetzt so wie im Flug irgendwie. Ich werde das Ganze jetzt noch offscreen ein bisschen weitermachen. In der nächsten Folge werden wir uns dann um die Raumdeko hiervon kümmern. Das heißt, wir werden versuchen, den Raum hier schön zu bekommen. Und ansonsten war es das soweit von der heutigen Folge MapMaking. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ist aber keine Pflicht. Aber es wäre nett, wenn ihr es machen würdet. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, habt einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.